Wie teilt sich eine Zelle? Und wie werden die Chromosomen exakt aufgeteilt, sodass die Tochterzellen genetisch identisch sind? Dies sind Beispiele für Fragen, mit denen sich Zellbiologen an der Universität Konstanz beschäftigen. Johanna Kastel untersucht spezielle Mechanismen dieser Teilung. Die Doktorandin ist eine von 40 Nachwuchswissenschaftlern der Konstanz Research School Chemical Biology. Die 24-jährige Biochemikerin interessiert besonders, welche Funktionen bestimmte Proteine bei der Zellteilung haben. Wir möchten verstehen, wie Mitose, wie Zellteilung abläuft, und dafür verwenden wir kleine Moleküle, die ohne Probleme in die Zelle rein können und dort Proteine binden oder mit Proteinen interagieren und so ihre Funktion stören oder inhibieren. Und dadurch können wir dann wieder Rückschlüsse darauf ziehen, was die Funktion von diesen Proteinen ist und wie die Mechanismen ablaufen, die in der Mitose wichtig sind. Johanna Kastels Betreuer, Professor Thomas Meyer, untersucht die Mechanismen des Zellzyklus. Dafür arbeitet er mit afrikanischen Krallenfröschen. Sie eignen sich sehr gut als Modellorganismen. Die Wissenschaftler nutzen die Froscheier, da diese besonders groß sind für biologische Untersuchungen. Wir interessieren uns für die Zellteilung, und die Zellteilung an sich ist ein sehr komplexer Prozess. Wir picken uns also einzelne Proteine heraus und stellen die Frage, welche Funktion übt dieses einzelne Protein aus? Und um das zu untersuchen, verwenden wir chemische Inhibitoren. Die suchen wir zusammen mit Chemikern und optimieren die auch mit Chemikern, um dann dieses einzelne Protein zu inaktivieren und am Mikroskop zu untersuchen, was läuft jetzt schief, was funktioniert nicht mehr bei der Trennung der Chromosomen. Kurze Wege zwischen den verschiedenen Forschungsbereichen der chemischen Biologie an der Uni Konstanz sind ein großer Vorteil. Wenn der Biologe Thomas Meyer mit den Chemikern reden will, muss er nur ein paar Meter laufen. Eine Tatsache, die sehr förderlich ist für Kooperationen. Beispielsweise mit dem Chemieprofessor Andreas Marx. Davon profitieren auch die Nachwuchswissenschaftler der Graduiertenschule. Ja, die Graduiertenschule Chemische Biologie ist eine Initiative der Chemie, der Biologie, aber auch der Informatik hier in Konstanz. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wissenschaft an der Nahtstelle dieser einzelnen Disziplinen voranzutreiben, indem wir ein Ausbildungsprogramm anbieten, das Studenten ermöglicht, sich in einzelnen Gebieten weiterzubilden, aber halt auch eine Sprache zu sprechen, die die anderen Disziplinen verstehen. Darüber hinaus bieten wir State-of-the-Art Forschungsmöglichkeiten hier in Konstanz, die es ermöglichen, also auch modernste Forschung voranzutreiben. Die Chemikerin Samra Obaid promoviert ebenfalls in der Graduiertenschule. Die 26-Jährige sucht nach synthetischen DNA-Bausteinen, die von Proteinen als Substrate erkannt werden. Auf diese Weise könnten beispielsweise Eigenschaften der DNA gezielt verändert werden. In der Graduiertenschule kann sie ihre chemische Arbeit mit biologischen Methoden verknüpfen. Und nicht nur das. Für mich als Doktorandin vor allem ist es wichtig, mit dem Austausch mit anderen Arbeitsgruppen zu haben. Und das wird vor allem von der Graduiertenschule gefordert. Und andererseits werden aber auch viele Kurse angeboten, wie Soft Skill- und Managementkurse, die ich sehr wichtig finde und die einem sehr weit bringen. Diese Vorteile nutzt auch Mikhailo Azark aus der Ukraine. Er promoviert seit dem letzten Jahr in Konstanz. Sein besonderes Interesse gilt der biophysikalischen Chemie. Der 23-Jährige untersucht Strukturen der DNA, die möglicherweise die Vermehrung von Krebszellen stoppen können. An der Konstanzer Graduiertenschule hat er sehr gute Bedingungen für seine Arbeit. Hier sind sehr viele Forschungsmöglichkeiten für die Leute, die an der Schnittstelle Chemie, Biologie arbeiten wollen. Und da ich mich mit der Untersuchungsmethoden, die für biologische Systeme geeignet sind, beschäftigen wollte und will, habe ich diese Graduiertenschule als Biophysiker gewählt. Neben der Forschung gehört auch eine umfangreiche Ausbildung zum Programm der Graduiertenschule. Ihr Wissen erwerben die Doktoranden jedoch nicht nur in Vorlesungen und Seminaren, sondern auch auf internationalen Tagungen, die regelmäßig an der Universität stattfinden. Die Erfahrungen renommierter Wissenschaftler können den Nachwuchsforschern für ihre eigene Arbeit von Nutzen sein. In entspannter Atmosphäre haben sie hier die Möglichkeit, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass die Doktoranden der Konstanz Research School Chemical Biology optimale Perspektiven haben.